herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Wir haben ja letztes Mal den Fetzer getötet, dessen Leiche jetzt auf dem Weg ist. Oh, und das Gewitter. Nice. Ja, genau, damit haben wir die letzte Folge beendet. Unser erster Bossfight und hoffentlich auch der letzte dieser Art, weil der war echt anstrengend. Und ja. Gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Wahrscheinlich nichts Gutes. So, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder zu hier. Naja, stimmt. Stimmt, da wollten wir was sagen. Und wir haben unsere ersten 10. Wir haben 10. Oh, das ist okay. Wir haben unsere ersten 10. Für deine coole Spezialpistole. Tatsächlich, die Kisten sind hier gespawnt. Nichts drin. Nichts drin. What the Wir haben nur noch Pistolenmunition. Ich habe alles verschossen. Das andere Gewehr hat uns nicht aufgemacht. Ah, shit, Alter. Und vor allem bei solchen Viechern, da müssen wir immer diese Tentakelteile töten. Und nicht die Wölfe anziehen. Das heißt, man soll mal genau ziehen. Oder auch nicht. TMP-Munition 30. Thank you. TMP-Munition 15. Dankeschön. Direkt mal nachladen. Die ist zwar jetzt auch nicht so gut, am liebsten nicht Gewehrmunition, weil gar keine Gewehrmunition ist eigentlich ziemlich scheiße, weil ab und zu braucht man das Gewehr eigentlich wirklich. Also du musst mit dem Gewehr manchmal eigentlich spielen. Das wiederum heißt, es sollte so eine Situation kommen. So, wir haben jetzt das Ziel definitiv. Checken, was hier auf uns. Oh, oh. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Das ist eh unser letztes Abend, was wir haben. Ich habe kein gutes Gefühl. Ah, oh, es ist niemand hier. Eigentlich sollte hier Ashley sein. Warte mal, da ist so ein Schiss da was. Ein Fass gefunden. Aufmerksamkeit. Oh, ich dachte gerade, das wäre was Wertvolles, was nur eine Blendgranate. Wir hätten gegen den Boss ja auch Granaten benutzen können. Heilige Scheiße, auf die Idee hätte ich ruhig mal näher kommen können. Stimmt, bei dem hätte eine Blendgranate bestimmt saugut funktioniert. Diese Insignien ist überall, ob das wohl eine Religion dieser Gegend ist? Obviously. Ach, und das war's. Hä? Was?
What? Und jetzt? Kann ich jetzt irgendwas machen? Deswegen habe ich jetzt gegen einen 20 Meter großen, riesigen Mutanten-Tentakel-Zombie gekämpft. Um mir eine leere Kirche anzuschauen, der nichts ist. Oder geht's hier rechts noch irgendwo weiter? Geht's hier doch noch weiter? Seite gibt es das auch. It's your boy. It's your boy Sherlock Holmes. Oder Leon. Leon Kennedy. Ashley muss hier irgendwo sein. Das Ding muss sich doch öffnen lassen. Ich könnte auch einfach über das Geländer steigen und... Ah, doch, da drüben könnte ich drüber. Muss mir doch bestimmt irgendwas... Ah, oder springen. Ich wollte gerade sagen, muss mir doch bestimmt irgendwas anschießen. Oh, what's that? Granaten, okay, aber Gewehrmunition, please. Blau auch noch da hinausrichten. Jetzt. Warte mal. So, und blau. Na wie muss ich blau drehen? So, doch, so müsst's passen. Nee, eins ist nicht richtig, blau ist nicht richtig. Man muss dieses Symbol quasi damit formen. Naja, wie muss man blau drehen? Ah nee, so ist glaube ich sogar richtig, oder? Doch, ich glaube so ist sogar richtig. Nee, jetzt ist komplett Trash. Jetzt nochmal. Na, jetzt nochmal. Okay, what the fuck? Okay, wartet mal. Warte mal, wie funktioniert das? Also ich habe es jetzt so gemacht, ich habe einfach probiert, die Dinger zu formen, die in der Mitte sind. Also quasi das rote Stück da, das da hier, das da. Und so wollte ich es mit allen machen. Das grüne hier, das da, habe ich mir das genommen. Das ist deshalb das Überschneidende. Und es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil ich check nicht, was man bei blau nehmen muss. Aber vielleicht einfach mal so drehen. So hatten wir es nämlich noch nicht. Na. Hä, wie sieht man, ob das klappt oder nicht, Alter? Überforderung des Todes. Also ich glaube, rot und grün sind richtig. Aber es kann nicht nur an blau liegen, weil es jetzt ja gerade zum Beispiel komplett falsch war. Machen wir es nochmal so. So war es ja fast richtig. Ja, so war es fast richtig.
Ich glaube, so ist blau sogar richtig. Vielleicht doch rot oder grün nochmal abändern. Heilige Scheiße, Alter. Sorry, dass ich in Rätseln so ein Noob bin, aber ich habe echt keine Ahnung. Ah, doch. Doch, doch, doch. Das ist jetzt richtig. Ja, grün war falsch, nicht blau. I'm fucking genius. Oh Gott, hinter dieser Tür erwartet uns das Frauen. Oh Gott, Zwischensequenz. Entweder Ashley oder der Chief. Oder der Priester. Ashley! Don't come! Oh! Hey! Take it easy! No! Get away! It's your boy Ashley. Calm down. Everything's wow, gonna be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. Mini-Rock an und... Ja, never mind. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Das war jetzt keine genaue... Oh. Spielanleitung 3. Konfigurationsänderungen sind nicht berücksichtigt. Auf die jeweilige Tastenfunktion achten. Befehle. Leon kann Ashley durch Drücken von Y zu bringen, zu warten oder ihm zu folgen. Ashley und die Aktionstaste. Je nach Situation können Ashley und Leon gemeinsam Hindernisse überwinden. Ashley Gesundheit, Heilmittel können auch bei Ashley angewendet werden. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Die kann auch sterben. Ach nein, bitte nicht. Ashley und Game Over. Wenn Ashley getötet oder vom Gegner verschleppt wird, ist Leons Mission gescheitert. Oh Mann. Also Y. Das kann man Wait. Follow me. Wait. Follow me. Ach so, so einfach, okay. Hier wenigstens fett Loot drin. Ja, Pistolenmunition brauchen wir nicht. Ja, Geld ist schön und gut, aber wir können uns eh keine weitere Waffe kaufen, weil wir keinen Inventarplatz haben. Also gib uns lieber. Oh, das ist Gewehr. Nein, das ist wieder Pistolenmunition. Aber sie kann nicht kämpfen, really. Sie kann nicht kämpfen, aber sie kann sterben. Das ist nicht logisch, wenn ihr mich fragt. Die jumpt jetzt aber nicht so runter, oder? Ach so, oh, auffangen, lol. Schon wieder. Damn. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Oh, die ist auch infiziert. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say.
I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Mach den Fässer direkt mal kaputt machen. Oh, Ende von Kapitel 2.2. Trefferquote 82%, das ist ziemlich gut. 2 Leben verloren. Geht. 14 getötete Gegner, das waren nicht viele Gegner. Speichern, ja. Speichern war erfolgreich. Yay! So. Ja gut, dann würde ich auch sagen, war es das für die Folge. Perfekter Abschluss. Wir haben jetzt Ashley an der Backe und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es nicht besonders spaßig sein wird, immer auf die aufzupassen. Wie meistens aber. Naja, es war ja unsere Mission zu retten. Wäre zu schade gewesen, wenn sie schon tot gewesen wäre. Auf jeden Fall danke für deine Entscheidung. Macht's gut, danke. Ciao, ciao.